Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Offroad-Simulation SnowRunner. Heute sind wir wieder mal mit einem neuen Fahrzeug unterwegs, und zwar dem, ihr seht es bereits, Western Star 6900 Twin Steer. Und ich muss euch ehrlich sagen, dieses Fahrzeug ist nicht sinnvoll in SnowRunner. Das macht mehr Probleme, als dass es irgendwie was nützt. Trotzdem werden wir uns heute das Fahrzeug mal anschauen und versuchen, die Fracht irgendwie ans Ziel zu bringen. Und ich würde sagen, wir starten direkt hier oben am Lager. Und dann geht's, ihr seht es oben rechts schon, zur Farm nach Smithville, zur Talsperre. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal einen kleinen Weg bauen. Und ich würde vorschlagen, ich bin das noch nie mit diesem Gerät gefahren. Ob das wirklich gut geht? Wir machen es einfach mal. Wir hangeln uns mal hier lang. Na? So. Und schauen mal, dass wir da irgendwie die Straße erreichen. Denn Straßen, die sind ja auch so ein bisschen weitläufiger gebaut. Das kann man mit dem Truck hier ganz gut schaffen. Alles andere ist eine halbe Katastrophe. Der Wendekreis brauchen wir gar nicht mit anfangen. Aber auch ansonsten hat der Truck natürlich nichts, was irgendwie grundsätzlich sinnvoll wäre im Gelände. Zum Beispiel Allrad haben wir nicht drin. Differentialsperre nur in diesem Lastgang. Das heißt, könnte lustig werden, aber ich freue mich auf die Fahrt und wir werden jetzt direkt mal ein bisschen ausholen, um hier um die erste Kurve zu kommen. Ich habe mir auch wieder eure Kommentare. Ah ja, hier müssen wir schon zurücksitzen. Naja, es geht schon los. Also ich habe mir dieses Fahrzeug gekauft, weil ich mir dachte, ach, das sieht ja nett aus. Und auf den ersten Blick wirkt das ja auch gar nicht so groß. Aber auf den zweiten Blick merkt man dann, man kann zwar viel damit transportieren, aber es ist wesentlich sinnvoller, Waren, wenn man viele Waren transportieren möchte, das Ganze mit einem Tieflader zu machen. Denn hier hat man vier Plätze und die Hinterachsen sind nicht mitgelenkt und man kommt um keine einzige Kurve mit dem ersten Versuch. Das heißt, man muss immer zurücksetzen. Und jetzt regnet es auch noch. Das wird eine spaßige Fahrt hier. Das wird eine richtig spaßige Fahrt. So, ach du liebe Zeit. Ist auch richtig matschig. Wir gehen mal in den Lastgang und dann werden wir uns mal hier so langsam langhangeln. Nützt ja nichts, ne? Muss ja, muss. Aber ich glaube, das ist so ein Truck, den werde ich dann doch bald wieder verkaufen. Man kommt durchs Gelände, allerdings nur sehr langsam und beschwerlich. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Und wie gesagt, also das mit der Ladefläche, das wirkt erstmal cool. Man kann hier vier Packs drauf oder vier Frachten drauf transportieren. Werden wir auch heute komplett auskosten, diesen Vorzug des Trucks. Aber bei einem Tieflader gehen unter Umständen fünf. Und ein Tieflader mit einem stärkeren Truck, da ist dann am Ende vermutlich mehr gewonnen. Trotzdem, ich meine, der ist auch vermutlich eher so für Schwerlasten gemacht. Aber trotzdem, probieren wir's. Ich habe mir natürlich auch eure Kommentare unter der letzten Folge durchgelesen. Und ihr habt mir geschrieben, Ansgar, das, was du da gezeigt hast, dieser Derry Longhorn, das ist so nicht, das muss eine Modifikation sein, weil das ist eigentlich im Spiel ganz anders. Und ich dachte mir, das ist keine Modifikation, das wüsste ich doch, wenn ich da irgendwas hinzugefügt hätte. Aber ihr hattet tatsächlich recht, wir werden damit auch nachher nochmal unterwegs sein. Ohne Modifikation ist er wohl wesentlich schlechter. Das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass ich das irgendwann mal hinzugefügt habe. Oh, kleiner Bach hier, der überwunden werden will. Das größte Problem bei dem Ding ist übrigens, dass das in der Mitte aufsetzt. Und wenn das passiert ist und beide Räder oder auch nur die Antriebsräder, wenn die dann in der Luft hängen und das passiert schnell, dann Neustart. Deinstallieren. Neustart. Nee, also ich meine, dann geht nichts mehr. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal sicheres Gebiet erreicht. Jetzt kann ich auch mal hier in den Modus wechseln. Ja, mir war das auf jeden Fall nicht mehr so bewusst, dass ich das irgendwann mal hinzugefügt habe. Das muss wohl relativ am Anfang gewesen sein. Aber auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis. Sonst wäre dieser Derry Longhorn wohl ein Staubfänger, habt ihr den genannt, weil er weder einen vernünftigen Truck noch vernünftige Konfigurationsmöglichkeiten hat.
In der gepimpten Version ist der aber durchaus sinnvoll. Wir sind uns alle einig, der große Bruder von dem Teil ist natürlich, das ist die Creme de la Creme. Aber da muss ich noch ein bisschen spielen. Also, das dauert noch, bis ich den habe. So, bin ich hier noch richtig? Ja. So, machen wir mal hier. Kann ich an der Tankstelle, da halte ich auf jeden Fall an, um nochmal zu tanken. Besser ist es. Weil wir haben echt noch eine große Strecke vor uns. Oder nee, ich kann auch hier tanken. Ich tank später. Dann hält es länger. So, und ich glaube, ich fahre dann hier rum und dann fahre ich erst in die Stadt. Und dann fahre ich hier lang. Denn ich weiß nicht, ob er hier irgendwo hängen bleibt, der Truck. Das ist von A bis Z wirklich keine gute Idee gewesen. Aber ich habe das Ding nun mal gekauft, habe es auch ausprobiert und ich dachte mir, ich zeige es zumindest mal in einer Folge. Und ja, schauen wir mal, ob wir damit ans Ziel kommen. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, sodass wir den Auftrag heute auf jeden Fall abschließen können. Aber ich glaube, auch das wird wieder eine etwas längere Folge heute. Wobei das letzte Stück müsste eigentlich zeitmäßig funktionieren. So. Und wenn alles klappt, kriegen wir heute sogar zwei Aufträge hin. Aber da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So. Aber an jeder Kurve wird einem die katastrophale Lenkung vor Augen geführt. Mittlerweile habe ich gesehen, ist das auch echt so ein... Also, am Anfang haben das natürlich viele Simulationskanäle gezeigt. Aber das ist mittlerweile massentauglich geworden, ne? Es macht ja auch mega viel Spaß, das Spiel. Aber welche YouTuber das alles gezeigt haben, oder jetzt auch gerade anfangen zu zeigen, schon bemerkenswert. Aber es ist auch einfach gut. Es macht mega Fun. If the sun goes down, the fun goes yes. So. Wir bleiben weiter auf der Straße. Es ist wirklich Konzentrationssache. Hier jedem Hindernis auszuweichen. Bisschen Schwund ist immer, ne? Das so einigermaßen auf die Kette zu bekommen. Wir sind auch weit entfernt von guten anderen Trucks. Also, ich glaube, die nächsten richtig guten Trucks werden erst in den... ja, so ab Level 20 oder so, oder Level 17, 18 oder sowas freigeschaltet. Und ich bin jetzt Level 14. Und man merkt schon, man muss jetzt ein bisschen ackern, um die Level noch so erfüllt zu bekommen. Denn auf der einen Seite sind natürlich die Trucks besser und die Aufträge gehen insgesamt ein bisschen schneller. Aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch mehr XP, um dann weiter hochzukommen. Also am Ende ist so leveltechnisch nicht viel gewonnen. So, wir müssen dann hier nochmal links fahren, glaube ich. Und dann... Nee, wir müssen hier rechts fahren, ne? Ja. Ich dachte, das wäre die Stelle mit den Strommasten. Oh, oh, oh. Und wir sehen, der Tank macht es auch tatsächlich nicht mehr lang mit. 167 Liter. Und ich bin nichts gefahren eigentlich an Strecke. Was ist das für ein kranker Verbrauch? Wir haben nur halb beladen. Ah, gut. Aber bei dem Ding habe ich sowieso keine Fragen eigentlich. Ich habe übrigens auch noch eine Doku empfohlen. Nämlich Outback Truckers. Ich wusste gar nicht, dass es gab. Also ich kannte dieses Alaska-Ding da oder diese Ice Road-Geschichte. Aber ich wusste nicht. So, hier einmal in die Tanke reinfahren. Mahlzeit. Zup. Und dann können wir direkt weiterfahren. Hoffen wir, dass wir nicht angehalten werden, weil ich nichts bezahlt habe. Aber ich kannte diese Doku irgendwie noch nicht, aber ich werde es mir natürlich mal anschauen, um so ein bisschen herauszufinden, wo Probleme in der Realität liegen und was so für Herausforderungen da aufkommen. Wenn man so hier durchfährt, dann, das finde ich schon ein schönes Gefühl, man merkt, was man hier so, schon so alles gemacht hat. Hier vorne zum Beispiel war irgendwie so ein Auftrag mit dem Hotel oder Motel. Ach du Scheiße. Das war jetzt eine Sache, die habe ich nicht so bedacht mit der Stadt. Das ist fürchterlich furchtbar.
Nee, pass mal auf, wir machen das anders. Ich fahre noch eine weiter. Und dann muss ich nicht so oft abbiegen. Und dann hole ich hier schon mal weit aus. Und versuche ich mal diese Poller hier zu umfahren. In der ersten Folge bin ich noch richtig vernünftig gefahren. Mittlerweile, ich weiß nicht, wie es da bei euch so aussieht, aber mittlerweile versucht man einfach nur den größten Schaden zu verhindern. Aber also auf sowas kann man keine Rücksicht nehmen, ne? Das geht nicht. So. Das Problem ist, der Holzplatz, also mir erschien es sinnvoller, das jetzt hier zu holen, weil die Strecken etwas sinnvoller sind, oder etwas besser erreichbar sind, als auf der anderen Karte. Da hätte man alle Materialien auch besorgen können. Nur, da sind enge Kurven und sowas, da hätte man das hier mit dem komplett sein lassen können, von Anfang an. Und es gibt nicht viele Aufträge, die man überhaupt so ansatzweise mit diesem Western Star hier erledigen kann. Aber das Problem ist, das Sägewerk ist auch wieder so ein Matschplatz. Und alles, was wir jetzt runterfahren, müssen wir natürlich auch irgendwie wieder hochkommen. Aber hier sind auf jeden Fall Bäume schon mal an den Rändern. Na, wir schauen mal. Aber Hoffnung nicht aufgeben. Bis jetzt schlägt er sich ja ganz gut, der Truck hier. So. Zweimal Holzplanken würde ich wohl mitnehmen. Das Problem ist auch, also das wäre natürlich ein Sechser im Lotto, das Ding, wenn man hier noch einen krassen Anhänger dran zimmern könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich meine, ich hätte es mal ausprobiert. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, ich hätte es mal ausprobiert. Ja, war natürlich schade. So, dann haben wir jetzt die Holzplanken dabei. Den Kraftstoff habe ich schon bereitgestellt. Dazu später mehr. Und ich habe noch für einen anderen Auftrag was bereitgestellt. Denn ich habe mich in der letzten Folge ja am Ende sehr darüber gefreut, dass da irgendwie so ein Service-Anhänger stand. Und dann dachte ich mir, ach, den kannst du doch direkt mitnehmen. Kannst du verkaufen, kannst du zu Cash machen. Aber weit gefehlt, den kann man nicht einfach so mitnehmen, sondern den muss man liefern. Und zwar auf die andere Karte, auf die Talsperre-Karte. Und genau das habe ich schon gemacht. Und dann fehlt bei dem Auftrag noch Part 2 und dann ist auch das erledigt. Ja, wir gehen mal in den Lastgang hier. Obwohl, wir sind schneller mit dem anderen. Hätte ich nicht gedacht. Es ist auch relativ gut, die Straße. Ich hatte jetzt schon wieder ein bisschen Befürchtung. Weil es ist jetzt nicht so, als hätte ich mich nicht schon das eine oder andere Mal komplett festgefahren mit dem Ding, ne? Also, so ehrlich möchte ich sein. So, jetzt stecken wir uns mal die Route ab bis zur anderen Karte. Das ist nämlich jetzt auch kein weiter Weg mehr. Fahren wir am besten so, so. Und dann wird einfach nur noch der Straße hier gefolgt. Was ist eigentlich der Auftrag Entwässerung? Muss ich mal kurz schauen. Oh ne, okay. Das sind wieder so Suchaufträge. Die können wir vielleicht später auch mal machen. So. Aber ich würde sagen, so klappt das hier auf jeden Fall. Und übrigens, diesen Derry Longhorn, den kann man auch auf einer der Alaska-Karten freischalten und finden. Da werden wir sicherlich in den nächsten Folgen noch vorbeifahren. Auch wieder, ja, ist eine Kurve. Warum die Hinterachsen nicht gelenkt sind? Oder allgemein, also, wer sich das ausgedacht hat. Ein schlechter Scherz von den Entwicklern. Hier auch wieder. Die Straße ist so fett, so breit. Ich meine, gut, hier konnte man jetzt nicht so viel ausholen, aber es geht nichts. Hier muss man sogar die Absperrung durchbrechen. Also man kann es zwar umfahren, aber es ist eigentlich nicht sinnvoll. Und wir wollen ja auf direktem Weg zur Smithville-Talsperre kommen. Und dann zur Farm fahren. Gott sei Dank sind hier überall so Strommasten, dass man sich bei Bedarf auch nochmal festmachen kann. Aber das macht er erstaunlich gut hier.
erstaunlich gut durch. Ich meine, wenn man so sieht, also ich meine, ihr habt alle geschrieben, dieser Derry Longhorn, der ist nicht ganz so gut. Ich werde mir wohl in den nächsten Folgen nochmal diesen Pacific kaufen, um so ein bisschen Vergleich zu haben. In meiner Konfiguration ist der Derry Longhorn jetzt natürlich ein bisschen besser als standardmäßig. Aber jetzt mal ehrlich, welcher Truck ist denn am Spielstart oder auch in der Spielmitte wirklich gut? Wer ist denn wirklich geeignet für die ganzen Sachen? Also, ich möchte es vorwegnehmen, ja? Spoiler, keiner. Also das ist ja gerade der Witz an der Geschichte. Insofern, es gibt sicherlich Unterschiede zwischen den Trucks, die man da erwerben kann. Dieser Azov zum Beispiel, der hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Aber richtig gut, also gute Trucks hat man erst am Spielende, wenn man hier fast alles durchgezockt hat. So. Hinten alles gut gesichert, dann nutzen wir das Portal nach Smithville. Da vorne ist der Tunnel und bring das rüber. Ich bin mal gespannt auf diese Schwerlastaufträge, die ja über mehrere Karten und durch mehrere Regionen gehen sollen. Da bin ich mal echt gespannt drauf, wie das so funktionieren soll. So. Mahlzeit. Der Bremsweg eines Trucks ist 40% länger als beim PKW. Aha, wer hätte das gedacht? So, da sind wir wieder in dem Land, mittlerweile im Sonnenuntergang. Aber das soll uns nicht von unserer Arbeit abhalten. Und unsere Mission hier weiter voranbringen. So, jetzt mache ich es am besten so, dass ich hier lang fahre, schön auf den Straßen. Dann müssen wir hier einmal auf den Feldweg abbiegen und hier zur Farm muss das schon. Und durch diesen Sumpf werden wir keinesfalls kommen. Deswegen, ihr ahnt es bereits, steht da schon ein anderer Truck, mit dem wir den dann hier hoffentlich ziehen können. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ihr seht, der Mann hat sich Gedanken gemacht und hat versucht, der Wille war da, das möglichst gut vorzubereiten. Aber erstmal, das enge Kurbel hier. So. Oh, aber. Immerhin, rundum leuchten. Sorgen für Schutz. Am wendigsten sind natürlich die Anhänger. Auflieger, das ist manchmal auch schon kritisch, finde ich. Aber am wendigsten sind natürlich die Anhänger, wenn man viele Waren transportieren will. Also ich glaube, wenn man 4 Waren transportieren möchte, dann wäre die beste Option, sich einen starken Truck zu nehmen, eine Pritsche drauf zu machen und dann noch so einen Anhänger dran zu nehmen. Dann ist man ganz gut. Oh, wer hat denn hier Ladung verloren? Naja, mal. Die kostbare Fracht. 289 Liter haben wir noch. Ich glaube, durch unser beherztes Tanken werden wir auf jeden Fall nicht spritlos ankommen. Aber ich glaube, hätte ich nicht getankt, dann wäre es zumindest knapp geworden. Man hätte es vermutlich geschafft, aber es wäre knapp geworden. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man es geschafft hätte. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns am Weg. So, jetzt gleich endet die Straße hier. Immerhin, diese Steine machen den Reifen nicht so viel aus. Bei anderen Trucks und auch gerade bei Autos schlitzt man sich da manchmal die Reifen auf. Das ist nicht so schön. So. Dann da vorne nochmal links und dann erreichen wir den anderen Truck. Aber ich mach mal Licht an. So. Schon immer. Das ist schon schön. Also ich habe selten bei Spielen irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich mich immer wieder freue, hier durchzustarten. Es gibt zwar auch schon Frustrationsmomente, kann man schon so sagen. Ich habe gerade gestockt und überlegt, ob das das richtige Wort ist, aber man ist schon manchmal frustriert. Wenn was nicht klappt, man umkippt, wenn man keinen Sprit mehr hat oder so. Aber umso mehr freut man sich, wenn man dann einen Auftrag erledigt hat.
So, jetzt können wir mal mit Differentialsperre ausprobieren. Und wie Sie sehen, RIP, das war's. Ladies and Gentlemen, wir sind da. Also da geht dann tatsächlich nicht mehr so viel. Ich versuche die jetzt noch einigermaßen gerade zu bekommen. Und dann bleibt uns nichts anderes, als das Ding zu... Ja, komm. Also das Teil ist wirklich... Bis jetzt machte das vielleicht noch einen guten Eindruck auf die Leute, die vielleicht selbst noch nicht damit gespielt haben. Aber ab dieser Stelle weiß man, glaube ich, genau, warum ich eben so gepoltert habe. Hoffe ich nur, dass der Tankinhalt dann hier ausreicht, weil wir haben schon noch eine Strecke zu rückzulegen. Nur aufpassen, dass das Ding nicht umkippt. Wir haben noch keine Differentialsperre drin und der läuft noch. Wir machen jetzt mal Differentialsperre rein. Ah ja, und man kann jetzt auch zusehen, wie das Ding hier... Ach du Scheiße. Hol das mal ein bisschen näher ran. Ja. Wir haben echt, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so kompliziert ist, das Ding hier irgendwie durchzuziehen. Ich meine, klar. Man muss natürlich berücksichtigen, das ist zwar hier eine Powermaschine hier vorne und hat ja auch einigermaßen vernünftige Reifen, ist ganz gut ausgestattet, aber wir ziehen hier nicht irgendwie einen Trecker oder sowas. Ja, selbst ein Trecker wäre schon krass. Wir ziehen hier keinen Geländewagen, sondern wir ziehen einen Ultra-Truck, ja, der auch noch beladen ist. Und dazu haben wir noch unsere eigene Ladung. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Großes Kino, was hier gerade passiert. Großes Kino. Ich glaube, wir kriegen es tatsächlich hin. Sorge macht mir vor allen Dingen der Sprit. Komisch, solange man die Winde hier anzieht, lübt der Lachs. Aber sobald ich damit aufhöre, hat er ernsthafte Probleme. Oder kommt mir das nur so vor? Nee. Da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang. The end is near. Gleich sind wir da. Dann können wir auf jeden Fall einen Auftrag schon abschließen. Und eigentlich hatte ich sogar noch vor, den zweiten Auftrag abzuschließen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wenn es hier nicht in der Katastrophe endet, dann machen wir das. Ja. Gleich haben wir wieder ein bisschen Grip. Also ich meine, jetzt ist immer noch nicht das Paradies, ne? Aber das ist auf jeden Fall dann möglich. Sagen wir es mal so. Und bis zur nächsten Folge werde ich dann Frachtcontainer in den Süden transportieren und dort dann direkt wieder was aufladen und damit Strommasten freischalten. Und vielleicht werden wir dann in der nächsten Folge auch schon die nächste Karte freischalten können oder entdecken können. Da will ich mich allerdings jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also es könnte auch noch ein bisschen dauern. So, Leute, Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Ja, vorbei an diesen Tabakpflanzen, oder was das ist. Sieht ein bisschen so aus. Wir haben jetzt tatsächlich nur noch 250 Liter hier drin. Bis zu 20 Liter verbraucht er. Ui. Nee, die Aufgabe wollen wir nicht. Ach nee, das ist da vorne. Na, dann müssen wir noch ein bisschen. Das sind auch enorme Kräfte, die hier auf den Auflieger wirken. Also ich habe Zweifel daran, dass das so funktioniert. Also dass man sowas an einem Auflieger festmacht, aber gut. Machen wir auch hier mal Licht an. Besser ist es. Ich glaube, ich werde mich dann auf jeden Fall bei diesem Western Star hier nochmal voll tanken, bevor ich den weiteren Weg antrete. Denn anders wird es nicht funktionieren. Was ein Spektakel.
Alter Vater. Da fällt man vom Glauben ab. Und ich meine, in diesem Fall ist der Plan jetzt mal aufgegangen, ne? Aber es gibt auch so Pläne, da denkt man sich, macht man. Und dann denkt man sich, eine Stunde später hätte man es mal nicht gemacht. Ist dann nicht so gut. So, Frachtverwaltung, das ist ja schon mal ein guter Punkt. Wo müssen wir denn jetzt... wir lösen mal die Winde. Frachtverwaltung. So, entladen. Kraftstoff habe ich dabei. So. Und dann transportiere ich den erstmal ein bisschen nach vorne. Und mit den Fahrzeugersatzteilen geht es dann weiter nach oben auf den Berg. Das dürfte dann nicht mehr so eine Odyssee sein. Wie scharf und klar das auch alles bei Nacht ist, ne? Wahnsinn. So. Dann einmal hier rein. Und dann haben wir das Notwendigste schon erledigt. Mit diesen Sachen werden sie in die Stadt weiter mit Essen werden sie die Stadt weiter mit Essen versorgen können. Wir haben eine weitere Krise abgewendet. Das mache ich auch immer gerne. Wenn sie Fragen haben, ich komme mit meinem Mobil vorbei. Kann aber ein bisschen länger dauern. So, gut. Jetzt quatsche ich aber nicht viel rum, denn wir wollen ja noch was schaffen. Und ich möchte vor allen Dingen noch nachtanken. Das ist die Frage, kriegen wir es noch hin? Ah, wir haben sogar noch was dabei. Aber ich muss neben den anderen fahren. Ah, ich glaube, das reicht aber so. Gott sei Dank haben wir noch was dabei gehabt. So, holen wir uns mal schnell die Route, die wir fahren. Das ist im Prinzip hier lang, hier, hier, hier. Und dann geht's nochmal hier lang. Das ist alles bei Nacht. So. Und dann hier rein. Und dann können wir nämlich noch den nächsten Auftrag. Das ist der Auftrag Winterlager. Der ist wichtig, um weitere dann freizuschalten. Den können wir dann direkt in einem erledigen. Ihr habt mir empfohlen oder habt darum gebeten, dass ich Aufträge miteinander sinnvoll kombiniere, dass ich nicht umsonst fahre, dass ich mir da ein bisschen Gedanken mache, und genau das habe ich getan. Ihr seht, der Mann ist lernfähig. Gut, ihr hättet mir vermutlich auch gesagt, nimm diesen Truck nicht, nimm den anderen Truck nicht, aber da muss man manchmal Entscheidungen fällen. So, können wir auch hier. In der Beschreibung stand übrigens, dass dieser Truck hier zum Panzertransport genutzt wurde. Das heißt, Militär war nicht so falsch. Na, vielleicht muss ich doch den Modus wechseln. Wir haben hier leider nicht diesen H-Gang. Na. Ich frage mich halt immer, was wirklich sinnvoller ist. Gerade erscheint mir dieser Modus schneller als der Lastgang. Na gut, aber das ist halt natürlich Mist. Oh. Die Strecke hier habe ich auch schon mal absolviert, zwar nicht mit einem Auflieger, aber ich habe die Strecke mit dem Serviceanhänger absolviert, den ich nämlich von der Ölplattform, die wir da gebaut haben, hier oben raufgezogen habe. War ein ähnliches Spektakel. Und dann da oben erstmal abgesetzt habe, weil ich glaube, dass erstmal die Fahrzeugersatzteile gebraucht werden, bevor da irgendwas anders gemacht werden kann. Mal gucken, dass man hier nicht rumkippt. Mehr Angst hatte ich eigentlich bei dem letzten Auftrag, diesem Schwerlastauftrag. Das war schon ein bisschen tricky. So, 44 Meter noch. Oder sind das eigentlich Meter? Nee, was ist das für eine Maßeinheit, die hier genommen wird? Am meisten hätte ich ja Angst, wenn... Also,
Wenn ich mit so einem Ding fahren würde, in der Realität, das wäre ja schon interessant und spannend und ein großes Abenteuer. Und wenn ich mich damit auskennen würde, wäre das sicherlich auch ein Highlight. Würde schon Spaß machen. Aber wenn du mitten in der Prärie bist, in the middle of nowhere, wenn nichts um dich rum ist, dann hätte ich aber überhaupt gar keine Lust, da mal irgendwie liegen zu bleiben. Was passiert dann? Kommt dann jemand? Das dauert ja unter Umständen Tage, bis da jemand kommt. Ich meine, das nächste Dorf ist dann vielleicht nicht so weit, aber notfalls muss er halt mal im Wald schlafen. Vielleicht, wenn man sowas macht, wenn man so in der Prärie rumgurkt, dann kennt man sich vermutlich auch so mit den grundsätzlichen Fahrzeugfunktionen aus. Aber man stellt sich vor, das ist irgendwie ein Problem, was man nicht so einfach lösen kann. Also da wäre ich raus an der Stelle, glaube ich. Langsam kämpfen wir uns hier den Berg hoch. Ich freue mich auf die Rückfahrt, aber die werden wir nicht mehr im Video sehen. Das ist sowieso jetzt schon wieder viel zu lang hier. Die Folgen sind extrem lang in letzter Zeit. Muss ich wieder ein bisschen weg von, damit wir nämlich mehr schaffen. Wobei, heute schaffen wir natürlich auch viel. So. Aber was ich vielleicht an der Stelle nochmal anmerken kann, ist, ihr könnt gerne mal abstimmen, ob wir weiter hier in Michigan bleiben wollen oder in Russland. Nach Russland zurückfahren oder nach Alaska. Das ist so mein persönlicher Favorit, glaube ich. Ich würde jetzt hier vermutlich noch so ein, zwei Folgen auf der Map machen. Auch ein bisschen in der Hoffnung, dass wir noch die andere Michigan-Karten sehen. Also, ich wollte gerade sagen Karte, aber ist mir eingefallen, wir haben hier zwei noch nicht aufgedeckt. In Alaska ist ja auch noch ein bisschen was zu tun und in Russland gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Also nirgendwo sind alle Karten aufgedeckt. Trotzdem stimmt gerne oben ab und lasst mich wissen, wo ihr die nächsten Folgen sehen würdet. Dann würde ich mich danach richten und dann nochmal umziehen. Ich finde die Abwechslung eigentlich ganz schön, nicht auf einer Karte zu verharren und die dann fertig zu spielen, sondern nochmal zu wechseln auf eine andere Karte. Denn jede Karte hat ja so ihre eigenen Herausforderungen und zwingt einen dazu, sich neu auf die Umgebung einzustellen. Boah, das ist ja wirklich schrecklich mit dem Teil hier. Aber ich glaube, bald ist es geschafft. Wir müssen uns mal irgendwo festmachen hier. Aber ich glaube, es geht nicht mehr ganz so steil hoch. Boah, da sieht man auch mal, was man geschafft hat. Ich meine, wir haben jetzt Nacht. Deswegen sieht man nicht so, wie sich das Ding hier hoch bewegt. Aber das müssen schon einige Höhenmeter gewesen sein, wie das Ding jetzt hochkämpft. Ich meine, in der letzten Folge hat er ja auch nicht so gekämpft. Also, man fragt sich immer, woran hattet ihr liegen? Woran hattet ihr liegen? Aber ich denke, hier liegt's an der Höhe, die überwunden werden muss. Aber gleich sind wir da. Und ich hoffe und bete, dass wir den Auftrag dann auch tatsächlich abschließen können. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben oder die falschen Teile. Oh, das ist ein schrecklicher Moment. Das Falsche mitgenommen. Da ärgert man sich. Vor allen Dingen, weil man hier oben auch nichts damit anfangen könnte. Also man kann das auch nicht woanders hinliefern oder so. Ich glaube, da vorne ist der Platz. Haben wir noch um die Ecke fahren? Ne, einfach nur noch geradeaus fahren. Und dann sind wir mitten auf diesem riesigen Platz, diesem Schlammplatz. Und ich glaube, wenn wir da sind, ist auch schon wieder morgen. Der nächste Morgen angebrochen. Gehen wir mal wieder rein hier in den Modus. Ja, schneller sind wir damit auch nicht. Dann kann ich auch da drin bleiben. Ah, oh, da geht's sogar ein bisschen bergab. Das ist die Info, auf die ich gewartet habe. Das ist wirklich am Arsch der Welt. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen oder effizienter, wenn ich den Serviceanhänger einfach per Winde noch mitgezogen hätte. Hätte ich nur einmal hinfahren müssen. Das wäre nicht blöd gewesen, glaube ich. Jetzt nicht übermütig werden.
Und bloß nicht kippen. Oh. Na, besser so als Drama Grande. Boah, was ist das für eine Straße hier? Wer denkt sich sowas aus? Also ich habe schon das Gefühl, dass die erste Karte in Michigan relativ simpel ist, die zweite aber jetzt schon ein gutes Stück schwerer ist. So, da sieht man den Service-Anhänger und jetzt schauen wir mal, wo genau der Kram hier abgeladen werden muss. Auch alles voller Schlamm. Unmenschen, wer auch immer diese Logistikzentrale. Was ist das für eine Logistikzentrale? Wer fährt hier hin? An, dass wir das direkt hier ins Feld liefern müssen. Schauen wir. Frachtverwaltung. Entladen. Hervorragend. Bohrung aufrechterhalten. Winterlager. Super. Wir sind versorgt. Danke. Du kannst dir alle Teile für die Reparatur des Turms aus unserem Lager holen. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Reparatur des Turms das ist. Denn ich glaube, dadurch sind jetzt wieder andere freigeschaltet. Also auf jeden Fall ist jetzt dieser Auftrag hier freigeschaltet. Und wir können jetzt, wir können jetzt aus diesem Lager hier diese Stahlträger mitnehmen. Ich hoffe, dass wir auch da mehrere direkt transportieren können und nicht mehrmals fahren müssen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die ein bisschen größer sind. Ich werde es auf jeden Fall in Erfahrung bringen und wir werden vermutlich in der nächsten Folge das sehen. Und wenn ich sowieso schon mal dahin fahre, dann werde ich noch den Auftrag Frachtcontainer erledigen. Da müssen wir nämlich von hier Frachtcontainer ans Lager liefern. Das soll es soweit von dieser Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Stimmt gerne oben ab. Wenn ihr es euch kaufen wollt, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.